Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Was denn sonst? In der letzten Folge haben wir Lagos Passion abgeschlossen, eine Nebenquest, um der es um Lagos Passion geht. Ja, wir haben die, jetzt wollte ich Getreide sagen, Gemüsehandelsrouten wieder sichergestellt, damit er in Ruhe der König des Gemüses werden kann. Und ja, gehen wir weiter. Denk ich mal, jetzt kommt für... Oh, oder auch nicht. Dann bin ich froh, dass ich noch nichts gesagt habe. So, das sieht aus, als wären dann nur Cutscenes. Das heißt, in dieser Folge wird nicht viel passieren, außer Cutscenes. An unexpected visit stand da übrigens. Eine... unexpected. Unerwarteter Besuch. Okay. Ja, ich kann Englisch. Wird man von mir wahrscheinlich wieder nicht viel hören, also stellt es schon mal darauf ein. Bitte schön. Oh mein Gott, es ist unser Frühstück. Hanso. Das ohne abgeschlachtet zu werden. Was will er uns denn zeigen? Wir alle irgendwie Schach spielen sind. Auf jeden Tisch ist irgendwie ein Schachbrett. Sind ja alle Schach am Spielen oder Dame. Mein Gott. Hätte ich zwar nichts dagegen, aber okay. Was haben wir in der Küche gefunden? Essen? Tiefe Tour und auch auf. Man, weiter. Überraschung, Essen. もしかしてアリシアが焼いたのかい？最近パンを焼いてなかったから腕がなまってないか心配だったんだ。オーブンを借りて作ってみたの。食べてみて。いい匂いだな。それじゃ、いただきます。 うまい。本当に？うん。こんなに美味しいパン食べたことないよ。ほん。お。ウェルキー。なんだかリスみたい。リスやハムスターが頬袋に食べ物をしまう気持ちが。よかった。よかったよ。 Mann, das ist auch viel zu kurz. So kurz soll die Folge auch nicht sein. Alishas Ambition. Kann ich ja noch ein Skirmish hinterher packen? Mal gucken. Wird ja rekordverdächtig kurz, die Folge. Ja, Mampfk da. Überkatter, Hanse. まさか全部食べちゃうなんて。 2人ともすごい勢いで食べるからびっくりしちゃった。でも喜んでもらえたみたいで嬉しいな。
こちらこそありがとう。ごちそうさまでした。どういたしまして。あ、ウェルキー、ほっぺにパン粉がついてる。はい、取れた。え、あ、そういえば、アリシアはパン屋で働いてたんだよね。うん、マイスターのいるパン屋に住み込んで、みっちり教えてもらってたんだ。この戦いが終わったら、国家試験を受けて、パン屋を開く資格を取るつもりなの。へえ、パン屋を開くには資格が必要なのか。厳しいんだね。パン屋になるのは小さい頃からの夢なんだ。美味しいパンをいろいろな人に食べてもらいたくって、私の焼いたパンを家族みんなで食べてもらえたら嬉しいな。優しい旦那さんと可愛い子供が奥さんの帰りを待っていて、奥さんが買ってきた私のパンを美味しい美味しいって嬉しそうに食べるの。はあ、私のパンがきっかけで夫婦の仲が深まったりしたら素敵よね。奥さんが旦那さんのほっぺについたパンくずを取ってあげたりして、キャー、やだ、それってなんだか今の私とウェルキンみたいじゃない。だ、大丈夫かい、アリシア。大丈夫。また美味しいパンを焼くから食べてね。うん、ありがとう。Wie Welkin irgendwie immer selber so komisch reagiert, wenn andere irgendwelche komischen Vorlieben haben. Die ist eindeutig verrückt. Ich gehe zurück zu meinen Käfern. So, was können wir denn jetzt noch machen? Ich möchte noch mal kurz im Hauptquartier gehen. Ich glaube, wir modellieren Squad 7 mal ein bisschen um. Weil 7 Minuten, das ist doch ein bisschen wenig. Keine Ahnung, wir tun mal... Wir gucken mal, ob irgendwelche neuen Leute jetzt hier sind. Und dann nehmen wir mal ein paar neue Leute dazu. Perfekt, genau, das wollte ich hören, danke. Mein Gott. Habe ich überhaupt schon mal reingeguckt? Kobe, Weiss... Jane, Entschuldigung, Rosina, Dallas, Cesare. Ich glaube, wir nehmen mal von jedem Jahr einen mit. Kobe. Also, Matthias. Ich muss mal gucken. Ich will 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, da, da. Hä? Ich glaube, ich tue auch von jedem mal 3 mitnehmen. Mindestens. Dann nehmen wir Dallas noch mit. Im Austausch für so viele Scouts brauche ich eigentlich. Warum habe ich eigentlich immer so viele Scouts dabei? Den tun wir wegpacken. Nehmen wir Melvin weg, du hast mich nicht überzeugt. Sollten wir vielleicht ganz Potenzial mal angucken. Wüstenallergie, Männerhasser, mag Frauen, okay. Ich komme sowas von in mein Team. Jo. Dann ein Scharfschützen noch, weil die ja so gut sind. Cesare, so. Einen männlichen Scharfschützen. Aber 1, 1, 6 von denen, 1, 2, 3. Können wir einen Schocktruppe hier rausnehmen? Du bleibst auf jeden Fall drinne. Du auch. Hannes, geh raus. Günther, Taichou, Osewa ni nattas. Ich gehe jetzt übrigens hier nicht nach den Werten, sondern einfach so, naja. Ich gucke aber trotzdem mal. Sending on Loose und Sharpen, Narxen, Sater, Sniper, Killer. Cesare. Willkommen im Team.
Einige von denen kommen mir so vor, als würde ich die zum ersten Mal sehen. So, Kobe. So, jetzt haben wir drei von denen. Einige bleiben auch für immer drin, ne? Von einigen möchte ich mich nicht trennen. Ist auf jeden Fall hier schon mal das Lancer-Team, was ich auf jeden Fall immer haben werde. Herbert bleibt auch immer drin, ne? Claudia auch. Und Alice. Ja, Claudia nicht. Wer war noch mal? Ja, Lies meine ich. Auch wenn die noch nichts gemacht hat, sie soll ja auch einer der Besten sein. Dann... Wen haben wir noch? Kobe, ich will dich haben. Fang mal Ted raus. Ja, warum nicht? Kobe, komm du rein. Sieht zwar ein bisschen betrunken aus, aber was soll's. Passt doch perfekt, ne? So, Weiß. Der kommt da glaube ich auch aus einem anderen Spiel, den nehmen wir auch mal mit. Da muss ich schon wieder hier jemanden wechseln. Killermaschine. Komm, Maika. Wir können nur auf Maika. Ich muss die ausgefallensten nehmen. Jane. Die sah irgendwie böse aus. Ist gruselig aus, die will ich nicht. So. Sie sieht irgendwie aus wie dieser Typ aus Naruto, ja, dieser Mizukage. Der dritte war, glaube ich. Mit so einer Wasserpistole ja, kämpfte. Nein. Meine Lancer-Truppe ist schon perfekt, finde ich. So, okay. Sieht schon gut aus. Würde ich sagen, das war's dann in dieser Folge. Ja, nicht viel passiert wie in der vorletzten. Wir sehen uns dann in Kapitel 9 wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.